Abiturprüfung Mathematik 2019, Baden-Württemberg, allgemeinbildende Gymnasien, Wahlteil Stochastik C1. Wir lösen hier die Aufgabe C1. Betrachtet werden Körper, die auf jeder Seitenfläche mit einer Zahl beschriftet sind. Wir haben hier einmal den Tetraeder, einmal einen Würfel und einen Oktaeder. Der Tetraeder hat bekanntlich 4, der Würfel 6 und der Oktaeder 8 Seiten und sie sind so beschriftet, wie es hier dargestellt wird. Beim Werfen eines Körpers gilt die Zahl als geworfen, auf der der Körper zum Liegen kommt. Dabei werden bei jedem Körper die möglichen Zahlen jeweils mit derselben Wahrscheinlichkeit geworfen. Aufgabenteil A. Ein Tetraeder wird 100 Mal geworfen. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse. Ereignis A, die Zahl 1 wird genau 30 Mal geworfen. Ereignis B, die Zahl 1 wird mindestens 20 Mal geworfen. Hierfür bekommen Sie 1,5 Verrechnungspunkte. Aufgabenteil B, ermitteln Sie, wie oft man einen Tetraeder mindestens werfen muss, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mindestens einmal die Zahl 1 zu werfen. Aufgabenteil C. Ein Tetraeder, ein Würfel und ein Oktaeder werden gleichzeitig geworfen. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit der folgenden Ereignisse. Ereignis C. Bei allen drei Körpern wird dieselbe Zahl geworfen. Ereignis D. Die Summe der geworfenen Zahlen beträgt 17. Hierfür bekommen Sie 2,5 Verrechnungspunkte. Aufgabenteil D. Für einen Einsatz von 50 Cent darf ein Spieler ein Tetraeder und ein Würfel einmal werfen. Anschließend erhält er die Anzahl der geworfenen Einsen in Euro ausbezahlt. Bestimmen Sie den Erwartungswert für den Gewinn des Spielers. Hierfür bekommen Sie 2 Verrechnungspunkte. Teilaufgabe E und letzter Aufgabenteil. In einem Sack befinden sich 20 Körper. Es handelt sich dabei um Tetraeder und Oktaeder, wie sie oben beschrieben sind. Einer dieser Körper wird zufällig gezogen und anschließend geworfen. Die Wahrscheinlichkeit, dabei die Zahl 2 zu werfen, beträgt 15%. Berechnen Sie die Anzahl der Tetraeder im Sack. Hierfür bekommen Sie 2 Verrechnungspunkte. Kommen wir nun zur Lösung. Lösung von Teilaufgabe C1a. Hier sollte man als nächstes die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A bestimmen. Die 1 wird genau 30 Mal geworfen. Und wir haben ja eine Anzahl n von Versuchen gleich 100 vorgegeben. Und wir werden den Vorgang so modellieren, dass wir die Zufallsvariable, nennen wir sie mal x, verwenden. Und diese Zufallsvariable zählt sozusagen die Anzahl der Treffer, sprich die Anzahl der Einsen bei diesen 100 Würfen. Gesucht ist also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass x den Wert 30 annimmt, dass wir eben genau 30 Treffer hier haben. Und das berechnet sich bekanntlich über diese Verteilungsformel für die Binomialverteilung, nämlich Anzahl der Versuche über Anzahl der Treffer mal Trefferwahrscheinlichkeit hoch Anzahl Treffer mal Wahrscheinlichkeit, dass man keinen Treffer hat, hoch Anzahl der restlichen Versuche. Also letztendlich 100 Versuche über 30 Treffer. Die Trefferwahrscheinlichkeit bei einem Tetraeder ist ja ein Viertel, denn ein Tetraeder hat ja 4 Seiten, also ein Viertel hoch 30. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man keinen Treffer, sprich keine 1 wirft, ist dann eben 3 Viertel hoch die restlichen Anzahl Versuche hoch 70. Das kann man jetzt mit dem GTR entsprechend ausrechnen, ist aber ein bisschen umständlicher, weil der GTR auch eine Funktion hat, mit der man diesen Ausdruck hier direkt berechnen kann, nämlich über die Funktion Binom-PDF. Man gibt eben einfach entsprechend ein, Second-Taste, Distribution, ruft dort die Funktion Binom-PDF auf, trägt dort die Anzahl der Versuche, also 100 ein, die Trefferwahrscheinlichkeit, also ein Viertel ist ja dann 0,25 und die Anzahl der Treffer 30. Ich will Ihnen das gerade mal vorführen. Hier habe ich den GTR. Second Distribution. Ich hole mir hier die Funktion Binom PDF ein. Her. Ein Schrittchen runter.
Und da muss man dann auch aufpassen, dass man hier die richtige trifft. Das Binom CDF ist die falsche, sondern hier Binom PDF ist das Richtige. Die Anzahl der Versuche, 100, Komma, die Trefferwahrscheinlichkeit, 0,25, Komma, und die Anzahl der Treffer, 30, Klammer zu, Enter. Und Sie sehen, wir haben hier einen Wert von 0,0457, also ungefähr aufgerundet auf 0,046. Und das sind dann letztendlich etwa 4,6%. Beim nächsten Ereignis, Ereignis B, sollte ermittelt werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man die 1 mindestens 20 Mal wirft. Und das können wir genauso mit dem GTR ausrechnen. Wir müssen es aber sozusagen GTR-gerecht umformen. Denn wenn wir jetzt wieder diese Zufallsvariable x hier verwenden, müssen wir also die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass x größer gleich 20 ist. Denn mindestens 20 mal Treffer heißt ja größer gleich 20 Treffer. Aber diesen Ausdruck hier können wir nicht im GTR direkt eingeben, denn wir haben lediglich eine Funktion, nämlich die Funktion Binom CDF, die hier kleiner gleich ausrechnen kann, nicht wenn hier größer gleich steht. Deshalb müssen wir diesen Ausdruck erstmal umformen und verwenden hierfür die Gegenwahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit für mindestens 20 Treffer ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit von höchstens 19 Treffer. Ja, das ist sozusagen das Gegenstück, 1 minus das Gegenstück. Und wenn Sie das entsprechend eingeben, dann müssen Sie an dieser Stelle eben nicht die Funktion Binom PDF, sondern eben die Funktion Binom CDF verwenden. Und hier geben Sie auch entsprechend diesen Ausdruck ein. 1 minus Second Distribution, um hier an die Binom CDF-Funktion heranzukommen, 100 als Anzahl der Versuche. Und hier ist ein kleiner Fehler aufgetreten, ein Schreibfehler. An dieser Stelle muss 0,25 stehen, denn hier an dieser Stelle haben wir ja die Trefferwahrscheinlichkeit. Das ist dieselbe wie vorher auch, 0,25. Treffer hier 19. Und wenn Sie das entsprechend ausrechnen, bekommen Sie einen Wert von etwa 0,9, also letztendlich 90%. Wir haben also im Ergebnis, das Ereignis A hat eine Wahrscheinlichkeit von etwa 4,6% und Ereignis B eine Wahrscheinlichkeit von etwa 90%. Lösung Teilaufgabe 1b. Das war die Aufgabe mit dreimal mindestens, bei der man einen Knoten im Gehirn bekommt. Ich lese sie aber trotzdem nochmal vor. Ermitteln Sie, wie oft man einen Tetraeder mindestens werfen muss, um mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mindestens einmal die Zahl 1 zu werfen. Da müssen wir also jetzt Stück für Stück rangehen. Und wir sehen auf jeden Fall mal an der Aufgabenstellung, dass es wieder darum geht, eine gewisse Anzahl von Treffern zu modellieren. Und dann wäre es mal naheliegend, eine Zufallsvariable, die wir wie immer x nennen, zu verwenden, um diese Anzahl an Treffern zu modellieren. Es geht also darum, dass man die Zahl 1 mindestens einmal werfen soll und die Wahrscheinlichkeit dafür mindestens 95% beträgt. Wir können das also so formulieren, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable x größer gleich 1 ist, ja, mindestens 1, heißt ja größer gleich 1, mindestens einmal ein Treffer, mindestens einmal die 1. Und diese Wahrscheinlichkeit soll mindestens 95%, also größer gleich 0,95 sein. Ja, dadurch haben wir also sozusagen eine Art Bestimmungsgleichung, in der wir dann oder über die wir dann feststellen können, wie groß diese Zahl x mindestens sein muss, damit diese Vorgabe hier erfüllt ist. Nun, das können wir tatsächlich mit dem GTR herausbekommen. Da der GTR aber diesen Ausdruck nicht berechnen kann, müssen wir das entsprechend umformulieren, nämlich über das Gegenereignis. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir mindestens einen Treffer erzielen, ist 1 minus die Wahrscheinlichkeit vom Gegenteil, dass wir eben gar keinen Treffer erzielen, also x gleich 0 haben. Diese Wahrscheinlichkeit soll größer gleich 0,95 sein. Das können wir jetzt so in den GTR tatsächlich eingeben.
zum Beispiel im Y-Editor mit dem Ausdruck 1-Binom-PDF. Und diese unbekannte Anzahl x geben wir tatsächlich auch als x ein. Wir wissen, die Trefferwahrscheinlichkeit bei einem Tetraeder ist ja dann ein Viertel, also 0,25. Und hier eben die 0 als letzter Parameter. Damit kann man sich dann eine Wertetabelle anschauen und kann dann in dieser Wertetabelle nachschlagen, ab wann denn diese 0,95 erstmals überschritten werden. Und damit hat man dann letztendlich die Anzahl der Treffer, die es mindestens braucht, damit diese Bedingung hier erfüllt ist. Ich will Ihnen das nochmal kurz vorführen. Hier habe ich meinen GTR. Ich gehe in den Y-Editor, lösche das raus, was bisher drin stand, sage 1 minus das Binom PDF, finde ich ja hier über Distribution, also Second Distribution. So ein bisschen nach unten gehen bis zum Binom PDF, eins wieder nach oben. Dann verwende ich hier die Zufallsvariable x, Komma, Trefferwahrscheinlichkeit 0,25, Komma, Anzahl Treffer exakt gleich 0, also gar keinen. Und Enter, um die Eingabe abzuschließen. Und jetzt können wir uns über Second Table uns die Wertetabelle hier anzeigen. Ich stehe hier an der Position 8, also 8 Treffer. Man sieht hier noch die Wahrscheinlichkeit 0,899. Wenn wir hier ein bisschen runtergehen, zum Beispiel zur 11, bei der 10 ist es noch 0,94 und bei der 11 ist es erstmals über 0,95. Das heißt, wir brauchen mindestens 11 Treffer, um erstmals mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% mindestens einmal diese 1 zu werfen. Und genau das habe ich jetzt hier im Ergebnis auch nochmal notiert. Mindestens 11 Versuche braucht es. Für all diejenigen, die die Formel hier sozusagen von Hand ausgerechnet haben, für die möchte ich den Lösungsweg auch nochmal wiederholen, eben um Ihnen nochmal zu zeigen, wie man so etwas auch von Hand ausrechnen kann. Wir waren bei dieser Gleichung, beziehungsweise Ungleichung nennt man das ja dann, angelangt. 1 minus p von x gleich 0 sollte größer gleich 95% sein. Und dieses p von x gleich 0 können wir ja umsetzen mit der entsprechenden Formel, da es sich ja um eine Binomialverteilung handelt, in Anzahl der Versuche n über Anzahl Treffer, also über 0, wir haben ja gar keine Treffer, die Trefferwahrscheinlichkeit, ein Viertel hoch Anzahl Treffer, also hoch 0, mal die Nicht-Trefferwahrscheinlichkeit, drei Viertel in dem Fall, es handelt sich ja um ein Tetraeder, hoch Anzahl der Nichttreffer, also hoch n. Das sollte größer gleich 0,95 sein. Nun, n über 0, eine Zahl über 0 ist auf jeden Fall 1 und ein Viertel hoch 0 ist auch 1. Und dann bleibt eben noch 1 minus 3 Viertel hoch n größer gleich 95, also dieses hier stehen. Ich ziehe auf beiden Seiten diese 1 ab. So bleibt links minus 3 Viertel hoch n größer gleich minus 0,05 hier auf der rechten Seite stehen. Und wir teilen nochmal durch minus 1 und müssen dabei aber darauf achten, dass ich hier dieses, das nennt man Relationszeichen, dieses Relationszeichen dabei umdreht. Das ist ganz wichtig. Teilen oder mal nehmen mit minus 1 dreht das Relationszeichen um und aus größer gleich wird dann eben kleiner gleich. Wir ziehen auf beiden Seiten den Logarithmus, haben also links gemäß den Logarithmengesetzen n mal Logarithmus 3 Viertel und rechts kleiner gleich eben Logarithmus von 0,05. Ja, wir müssen ja nach n auflösen, teilen jetzt also durch den Logarithmus hier von 3 Viertel. Und dabei müssen wir erneut darauf achten, dass wir hier wiederum durch eine negative Zahl teilen, denn ein Logarithmus von einer Zahl zwischen 0 und 1 ist eine negative Zahl. Wir teilen durch was Negatives und müssen hier erneut das Relationszeichen umdrehen, sodass hier das wieder zu größer gleich wird.
Wir haben also n größer gleich ln von 0,05 geteilt durch ln von 0,75. 3/4 ist ja 0,75. Das hier mit dem GTR ausgerechnet gibt einen Wert von 10,41. Und da ja n ganzzahlig sein muss, wir reden ja hier von einer Anzahl von Versuchen, muss somit n aufgerundet werden auf 11. Und damit kommen wir wieder zum selben Ergebnis wie vorher. Nur diesmal sozusagen von da nach da per Hand ausgerechnet und hier nur noch im letzten Schritt den GTR verwendet. Lösung von Teilaufgabe 1c. Hier sollte man wieder zwei Ereignisse bestimmen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit bestimmen, nämlich des Ereignisses C. Bei allen drei Körpern wird dieselbe Zahl geworfen. Das heißt, es sind alle drei Körper, der Tetraeder, der Würfel und der Oktaeder im Spiel. Und alle drei Körper sollen dieselbe Zahl darstellen. Und da der Tetraeder ja die Zahlenmenge sozusagen am meisten begrenzt, kann es also nur so sein, dass man 3 mal die 1, 3 mal die 2, 3 mal die 3 oder eben 3 mal die 4 wirft. Das Ereignis C wird also beschrieben durch diese möglichen Kombinationen. Nun, die Möglichkeit, irgendeine Zahl beim Tetraeder zu werfen, ist ein Viertel. Beim Würfel ist ein Sechstel. Und beim Oktaeder ein Achtel, weil der Oktaeder ja 8 Seiten hat. Das heißt, diese Kombination 1, 1, 1 zu werfen, ist exakt 1 Viertel mal 1 Sechstel mal 1 Achtel. Und da wir 4 solcher Möglichkeiten haben, 4 solcher Kombinationen haben, müssen wir das Ganze nochmal 4 nehmen. Das heißt, diese 4 und diese 4 kürzt sich weg. 6 mal 8 sind 48. Wir haben also als Wahrscheinlichkeit 1/48. Wenn Sie das ausrechnen wollen, ist das 0,021 oder eben 2,1%. Dann sollte noch bestimmt werden, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass man eine Summe mit diesen drei Körpern von 17 wirft. Und wie kann man diese 17 überhaupt erreichen? Nun, die kann man dadurch erreichen, dass man auf dem Oktaeder die 8 wirft, auf dem Würfel die 6 wirft, dann haben wir hier schon 14. Und dann geht es nur noch auf dem Tetraeder mit einer 3. Gibt es noch andere Möglichkeiten? Ja, genau genommen 2 Stück. Nämlich auf dem Oktaeder eine 8, auf dem Würfel eine 5 und auf dem Tetraeder eine 4. 8 und 5 sind 13 und 4 sind 17. Damit gibt es nur noch die Möglichkeit, auf dem Oktaeder eine 7 zu würfeln. Und dann brauchen wir aber eine möglichst große Zahl auf dem Würfel, nämlich die 6. 7 und 6 sind 13. Und die Summe 17 bekomme ich dann nur noch mit einer 4 auf dem Tetraeder hin. Das sind also diese drei möglichen Kombinationen. Der Oktaeder hat eine Wahrscheinlichkeit von 1/8, der Würfel 1/6 und der Tetraeder 1/4. Das ist also die Wahrscheinlichkeit von einem einzelnen solchen Ereignisses. Und da wir 3 dieser Ereignisse haben, müssen wir mit 3 mal nehmen. Und dann können wir hier die 3 und die 6 kürzen. Also hier würde dann die 2 im Nenner stehen. 8 mal 4 ist 32, mal diese 2 ist 64. Wir haben also die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses D mit 1/64, beziehungsweise, wenn Sie das ausrechnen, mit 1,6%. Das habe ich Ihnen hier nochmal im Gesamtergebnis formuliert. Lösung zur Teilaufgabe 1d. Hier ging es darum, den Erwartungswert von dem angegebenen Spiel zu ermitteln. Wir haben, dass ein Tetraeder und ein Würfel geworfen werden. Und wir haben Auszahlbeträge, nämlich bei 0 Einsen kriegt man 0 Euro, also nichts. Bei einer 1 1 Euro und bei 2 Einsen 2 Euro. Und damit ist es schon wieder naheliegend, dass wir eine Zufallsvariable x brauchen, die die Anzahl der Einsen zählt. Und wir dann eben den Erwartungswert dieser Zufallsvariablen x berechnen müssen. Nun kann x die Werte 0, 1 oder 2 annehmen. Das heißt, wir würfeln gar keine, eine oder eben 2 Einsen. Wir haben ja auch nur zwei Körper, nämlich den Tetraeder und den Würfel. Und die Wahrscheinlichkeit für eine 1 beim Tetraeder ist ein Viertel. Und die Wahrscheinlichkeit für keine 1 ist dann entsprechend 3 Viertel, also der Rest sozusagen. Und bei einem Würfel ist die Wahrscheinlichkeit für eine 1 ein Sechstel, beziehungsweise keine 1 entsprechend 5 Sechstel.
Somit können wir jetzt die Wahrscheinlichkeit der einzelnen Werte für x ausrechnen, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir überhaupt keine 1 würfeln, ist dann entsprechend 3 Viertel mal 5 Sechstel. Keine 1 auf dem Tetraeder, 3 Viertel, und keine 1 auf dem Würfel sind 5 Sechstel. Und dafür gibt es ja nur eine Möglichkeit. Also haben wir letztendlich 4 mal 6 sind 24 und 3 mal 5 sind 15, also 15 24stel. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir genau eine 1 bekommen. Diese 1 kann ja auf dem Würfel auftreten oder auf dem Tetraeder. Beginnen wir mit dem Tetraeder. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sie beim Tetraeder eintritt, ist ein Viertel. Und beim Würfel nicht, ist 5 Sechstel. Oder umgekehrt, also plus, nicht beim Tetraeder, 3 Viertel, aber dafür beim Würfel 1 Sechstel. Wenn Sie das zusammenrechnen, bekommen Sie 8 24stel. Die Wahrscheinlichkeit für 2 Einsen, also eine 1 bei jedem der Körper, ein Viertel beim Tetraeder und ein Sechstel beim Würfel, ist 1 24stel. Wenn wir jetzt also den reinen Erwartungswert, ich will das mal so nennen, den reinen Erwartungswert bestimmen wollen, dann müssen wir diese Anzahl jeweils mit der Wahrscheinlichkeit mal nehmen und das Ganze zusammen addieren. Also letztendlich 0 mal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Zufallsvariable x den Wert 0 annimmt, plus 1 mal p von x gleich 1, plus 2 mal p von x gleich 2. Wenn Sie das alles hier zusammenrechnen, bekommen Sie insgesamt einen reinen Erwartungswert von 10 24stel. Die Sache ist nur die, dass wir jetzt aber noch einen Einsatz haben. Und dieser Einsatz muss ja noch abgezogen werden. Ja, wir haben einen Einsatz von 50 Cent, also von 0,5 Euro. Und damit bekommen wir den Erwartungswert des Gewinns. Nicht den reinen Erwartungswert, sondern den Erwartungswert des Gewinns. Also letztendlich diese 10 24stel, die wir gerade ausgerechnet haben, minus dem Einsatz, eben minus 1/2, ja, denn 0,5 ist ja 1/2. Das können wir auf 24stel umrechnen. 10 24stel minus 12 24stel ist tatsächlich was Negatives, nämlich minus 2 24stel. Und wenn man das umrechnet, also etwa minus 0,083. Das bedeutet, wir machen im Schnitt überhaupt keinen Gewinn, sondern einen Verlust und müssen dann also so formulieren, der erwartete Verlust des Spiels beträgt etwa 8,3 Cent. Lösung von Teilaufgabe 1e. Wir hatten in dieser Teilaufgabe einen Sack mit 20 Körpern, in dem Tetraeder und Oktaeder enthalten waren. Und es war angegeben, dass die Wahrscheinlichkeit, eine 2 zu bekommen, bei einer Ziehung exakt 0,15 beträgt, also 15% beträgt. Daraus sollte man dann die Anzahl der Tetraeder in dem Sack ermitteln. Und das machen wir so, dass die Anzahl, die wir ja noch nicht kennen, die Anzahl der Tetraeder, die nennen wir jetzt einfach mal x. Das Ereignis 2 kann jetzt also dadurch zustande kommen, dass wir einmal den Tetraeder ziehen. Wir ziehen ja einmal aus dem Sack einen Körper und bekommen eventuell den Tetraeder und würfeln damit die 2 oder über den Weg B, dass wir beim Ziehen den Oktaeder bekommen und damit die 2 würfeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir die 2 bekommen, ergibt sich aus der Summe zweier Einzelwahrscheinlichkeiten, eben der Wahrscheinlichkeit für A bzw. der Wahrscheinlichkeit für B. Nun, wie ist die Wahrscheinlichkeit für die Ziehung des Tetraeders? Wir haben x Tetraeder in einer Menge von 20 Körpern, also ist das x 20stel mal die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine 2 würfeln. Und beim Tetraeder irgendeine spezielle Zahl zu würfeln, ist dann eben ein Viertel. Also haben wir diesen Teil schon mal mit x 20stel mal ein Viertel. Dann die zweite Wahrscheinlichkeit, dass wir ein Oktaeder ziehen. Nun, wie viele Oktaeder gibt es in dem Sack? Nun, wenn wir in dem Sack 20 Körper haben und x davon sind Tetraeder, dann sind eben 20 minus x, also der Rest, Oktaeder.
Wir haben also 20 minus x Oktaeder von insgesamt 20 Körpern. Das ist die Wahrscheinlichkeit, hier ein Oktaeder zu ziehen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann eben mit dem Oktaeder eine 2 würfeln, ist, weil der Oktaeder 8 Flächen hat, eben ein Achtel. Und diesen Wert, diese Gesamtwahrscheinlichkeit für die 2, soll exakt 0,15 sein. Und das können wir dann eben als Gleichung auflösen nach x. Versuchen wir es mal. Nun, hier haben wir x mal 1 ist x, aber ich sehe hier unten 20 mal 8, sprich 160, und hier 20 mal 4, das wären nur 80. Ich will ja auch den Hauptnenner hier bilden, also versuche ich erstmal alles auf 160 zu bringen. Deshalb erweitere ich diesen Teil hier mit 2, sodass hier oben eben 2x steht und im Nenner dann 160. Dann im zweiten Ausdruck habe ich auch im Nenner die 160 stehen. Und wenn wir das hier entsprechend ausrechnen, 20 mal 1 sind diese 20 Hundertsechzigstel minus x mal 1, also minus x Hundertsechzigstel, gleich 0,15. Auch das können wir weiter ausrechnen. 2x Hundertsechzigstel minus 1x Hundertsechzigstel, bleibt nur noch 1x Hundertsechzigstel an dieser Stelle übrig. Wir nehmen auf beiden Seiten mit 160 mal. Und dann fällt hier der Nenner jeweils weg, also x plus 20 gleich, und 0,15 mal 160 muss man eben ausrechnen, sind 24, ziehen auf beiden Seiten 20 nochmal ab und bekommen dann x gleich 4 exakt. Das heißt, im Endergebnis in dem Sack befinden sich 4 Tetraeder und damit letztendlich 16 Oktaeder. Hier habe ich leider auch einen Schreibfehler drin, da habe ich eins daneben getippt wohl. Es müssen ja 20 Körper sein, wenn wir 4 Tetraeder haben, dann müssen es wohl doch auch 16 Oktaeder sein. So, den Schreibfehler habe ich hier gerade nochmal verbessert und damit haben wir die Aufgabe C1 hier komplett gelöst.